Ja. Wie wär's, wenn du dir mal eine Freundin suchst? Ins Restaurant. Mal irgendjemanden Liebe schenken. Ich hab's schon oft gesagt, Freunde. Ich hab eine Freundin. Sydney ist ein. Ich bin ja auch der Meinung, Sydney wurde damals verletzt von jemandem. Du hast jemandem dein Herz geschenkt. Ja. Und diesejenige, die Frau hat dieses Gefäß voller Liebe fallen gelassen. Ja. Und aus den Scherben, die entstanden sind, ist halt deine Notgeilheit geworden. Dein Dasein, dein Wesen. Du versuchst das alles zu kompensieren. Du bist im Inneren unfroh. Wie heißt es? Unglücklich. Unfroh. Du bist in Wirklichkeit unglücklich. Sydney, hey, komm. Edi, der Eierkopf. Viele Freundinnen, Single-Freundinnen. Wir gehen auf Doppeldate. Ich verkuppel dich. Scheiße, ich gehe nicht auf Dates. Ey, ich verkuppel dich dort, ey. Geh mit zusammen ins Kino. Lisa, danke für Reese am 24. Kussi. Egal, also wirklich deine arme zukünftige Freundin, ne? Die muss wirklich ein dickes Fell haben. Guck, Lisa schreibt, das war schon immer so. Also ich. Ja, und du musst aber Sydney. Schon als Embryo. Willst du nicht irgendwann mal Kinder haben? Ich bin noch jung. Aber willst du mal so. Natürlich. Aber nur Jungs. Ich will höchstens zwei Jungs haben. Denke ich auch so. Ich wäre so traurig, wenn ich ein Mädchen bekomme. Was soll ich mit der machen? Ich kann nicht mal mit der Autos spielen oder so. Also warte ganz kurz. Du musst Tänzerin werden oder so, wie uncool. Es gibt einen, also nicht mal, also ich weiß nicht, wer mit dir ernsthaft eine Beziehung eingehen würde. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin auch nicht auf der Suche. Nein, aber es ist halt, oh mein Gott. Hilfe. Also ich glaube, du brauchst eine Freundin, die wirklich sehr entspannt ist, die sich nicht so oft treffen will. Ja. Die ist... Boah, Digga, die muss halt wirklich... Hartes Fell haben. Ja, die muss halt Sachen verstehen. Freunde, Sydney ist so einer, wenn ihr kalt ist und sie sagt, kannst du mir deine Jacke geben, dann ist er so einer und sagt... Warum hast du keine Jacke mitgenommen? Nee, dann sag ich, mir ist auch kalt. Oder wenn sie sagt, spielst du lieber Playstation, als mit mir zu reden, dann sagt man, ja. Eigentlich sagt man, hör mal zu. Ja, weil du lügst. Bla, bla, bla. Sydney sagt dann, ja, ich hab keinen Bock auf dich. Das kommt dann auch mal so rausgeschossen. Du hast keine Empathie. Deswegen, ich frag mich wirklich, ich bin krass. Es wird ich bin einfach so, spannend. Ich bin eine ehrliche Haut. Ja. Ich mach da niemandem was vor. Soll ich dir sagen, was sein wird? Du bist diese Person, jeder hat diese einen, der so mit 35 immer noch so, du bist so 40 Jahre alt, aber du denkst, du wärst noch 22. Und gehst dann immer so. Ich bin halt wirklich mental immer noch 22, das ist ja das Problem, ja. Wenn ich 35 bin. Ja, Lisa schreibt es echt so, Empathie minus 1. Ist mir scheißegal, ja. Wie es dir geht. Ja, siehst du, sowas kommt dann auch mal. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich merke das ja schon bei uns. Ich hab noch nie jemanden gefragt, wie geht's dir. Voll cool. Weil sowieso schreibt, die Antwort ist sowieso gut dir. Wozu fragt man das? Smalltalk, kann man weglassen, fertig. Nein, doch. Manchmal sagt man das nicht. Nein, natürlich. Ich sag dir ehrlich, ich finde es schon manchmal schwierig mit dir sich zu unterhalten, so als Freunde. Manchmal schwierig, weil du halt so eigen bist. Du bist richtig eigen. AJ, danke schön für den Reset. Das ist es. Für die Sub-Extension. Cool. Aber da erst nur so zu Leuten, die ja wirklich richtig gut kennen, Freunde. Wenn du Sydney nicht so gut kennst, dann ist er so nett, sehr höflich. Aber ich bin immer höflich. Na doch, stimmt. Je mehr ich einen kenne, desto unhöflicher werde ich. Umso unhöflicher wirst du. Braucht man halt nicht mehr, wenn man sich mag. Ist ja okay, ist ja auch so, Digga. Wenn man sich mag. Man muss ja, Digga, wenn man sich gut kennt, dann muss man ja nicht immer. Aber du bist ja eigen, du bist ein eigener, deine eigene Art, und das ist deine cool. Eigene Welt. Und das ist cool. Lisa schreibt, sie sieht mich in einer Dating-Show wie Love Island. Das wäre ja, so lustig, bist, ne? Das wäre so lustig. Jetzt rede ich bei Holt mich heraus, ich bin ein Star. Danke. So, das ist richtig. Das ist so mit 42. Das war schon immer mein Traum. Nein. Als ich das erste Mal gesehen habe, ich dachte so, boah, wie korrekt der ist und so. Jetzt langsam, was ein war. Richtiger Knecht. Was ein korrekter Ich bin aber sehr gutherzig. Aber ich würde, weil das ist ja in Australien und ich will ja sowieso in die Wildnis. Und dann würde ich einfach aus dem Dschungelcamp ausbrechen und dann bin ich im Dschungel. Und dann würde ich da versuchen zu überleben. Ich gehe safe nicht nach Australien, ne? Ich habe ein Video gesehen letztens auf TikTok. Oh, stimmt. Hilfe, Chat. Die sagen, du musst, wenn du in Australien lebst, musst du vorher spülen, weil ganz oft in den Toiletten so richtig fettgroße Spinnen und Schlangen und so. Ist wirklich so. Digga, es ist unglaublich. Ich habe das nicht mit Schlangen gesehen, ich habe das nur mit einer Spinne gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass da einiges rumgeistert. Mhm. Und so eine richtig fettgroße Spinne war da. Wie die so,
Ja, es ist halt ja, ganz, da gibt es ja schwarze, Witten, schwarze Witwen und so. Der giftigste ganz Kontinent. Schlimm. Also alleine deswegen. Also ich glaube, Australien ist cool, aber was da für Tiere... Da will ich nicht hin. Und da ist es, glaube ich, auch richtig warm. So. Ganz anderes Klima. Ich will auf jeden Fall mal auf eine einsame Insel. Aber oder auch komplett einsam. Und dann nur mit Sunny. Und vielleicht ein Mädchen. Das ist nicht so cool vor. Du kannst überleben, essen und so? Mein Junge, der hat sich zwei Survival-Dokus angeguckt und denkt, er wäre der Überlebenskünstler Nummer 1. Wir haben Unterricht gemacht. Wir haben monatelang Unterricht gemacht hier im Stream. Mhm. Digga, um da einzureden, musst du dich erstmal gegen tausend Sachen impfen lassen. Australien, also ich würde nicht gerne nach Australien, sage ich euch ganz ehrlich. Nur, also. Ja, Lisa, sonst ist langweilig. Ich hätte sowieso nichts zu tun. Also alleine die Erfahrung zu teilen ist langweilig, glaube ich. Ja doch, ich würde, glaube ich, vereinsamen da alleine mit Sunny. Sunny wird sowieso sterben, aber ich will Sunny trotzdem dabei haben. Einfach, weil er cool ist. Und dann ist er so ein Löwe und dann wird er gefressen von irgendeinem Tier. Musst du machen, was hast du vor in deinem Leben? Digga, nicht nach Australien gehen und mich von irgendwelchen Krokodilen abbeißen lassen. Junge, du bist Milliardär, irgendwie willst du auch deine Zeit rumschlagen. Aber doch nicht dort. Nicht da, Digga, mich sieht man, weiß ich nicht, so irgendwo, wo es so. Brasilien kann ich dir empfehlen. Nee. Brasilien, habe ich Angst. Digga, du warst 10 Minuten in Brasilien, dein Handy wurde geklaut. Ja. Hey, mein Handy wurde wieder gefunden, wie ein Wunder. Was? Aber das wurde erstmal geklaut. Es wurde geklaut, dann haben wir den Security-Mann erwischt, wie der das in der Hosentasche hatte. Der hatte drei Handys. Er hat einfach drei Hände. Ja, korrekt. Also hast du es wieder gefunden. Bei uns auf der Klassenfahrt in London hat einfach die Putzfrau unsere Zimmer ausgeräumt. Wo in London? Die hat unsere ganzen Sachen durchkramt. London? Lol. Jo. Aber wir waren in so einer richtigen Crackhöhle. In so einem Hostel für so 3 Euro die Nacht, weißt du? Das war ganz, ganz krank, Alter. Also sag ich ehrlich, ich sehe mich in Kambodscha oder so. Auch cool. So cool. Eli, ich will mit dir nach Thailand oder Bali. Ja, können wir machen. Oh, Bali ist todesfrei. Die Welt sehen. Nerv nicht, Junge, du kommst nicht mit. Junge, halt deine Füße. Ich hab die Bilder gesehen. Cool, Junge. Ey, das ist so eine gute Idee von euch. Los Angeles, schönster Ort der Welt. Los Angeles, Kambodscha. Ist wie im Film. Thailand auch irgendwo. Bali. Brasilien war auch vorgefertigt. Ich bin aber rumgelaufen wie der größte Knecht, ne? So kaputte Hosen und so, damit ich noch ärmer aussehe als die Leute. Ja, ich hab gedacht, Digga, wenn du da, weißt du, mit einer Rolex durch die Gegend läufst, kann sein, dass die dich kidnappen ganz schnell. Es ist so. Ja, du bist 100% toter Mann. Mit Rolex, ey. Das wirkst du. Oder du gibst sie halt ab. Ja, hier, ne? Ich geb die safe ab. Oder ich hab mir die schlimmsten Hosen der Welt gekauft. Digga, in Mexiko, als wir in Cancun kamen, da meinten die auch schon zu uns, passt da so ein bisschen auf, wo ihr hinlauft. Ja, normal. Und das war Cancun, Digga. Cancun ist ja so viel Ort. Ja, das stimmt. Was glaubst du, was so Mexico City abgeht, wenn du da in der falschen Gasse rumrennst? Berlin auch gefährlich. Und das ist der größte. Das ist Berlin. Ist nicht mal. Ja, 4 Blocks gekauft. Früher vielleicht, Digga. Digga, das ist. Berlin ist nicht mal annähernd gefährlich. Früher alle dachten, Neukölln und so ist Problem, ist. Kannst du dann mit Mexiko so vergleichen? Ja, abgesehen davon, so. Berlin, soll ich euch mal Problembezirke bringen? Ich bin ja in Berlin, ne? In meinen Augen. Marzahn, generell da so. Da, wo die Harzer sind. Ja, da gibt's Leute, die nichts interessiert, so. Kotti, Junge. Boah. Was ist ein Kotti für ein Bezirk? Ist Kreuzberg, ne? Glaube ich. Also, mein Problem auch so, Wedding-Wittenau, sage ich, musst du ein bisschen aufpassen. Dol? Na. Dolmetscher. Boah. 1-1, 90. Oh nein, Eldos gebrochen. Eldos im Loch. Yeah.